hier auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch meine massivst angeschwollene Make-up Revolution Sammlung. Ich habe alle Paletten, gerade für Gesicht, Augen und so, für euch rausgesucht und werde die euch auf jeden Fall heute vorstellen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe auch meinen kompletten Tisch komplett umgeräumt. Also normal sind einige Paletten von dort natürlich in den, sag ich mal, in den Containern drinne. Das ist jetzt natürlich nicht so, weil ich habe die alle für euch rausgesucht und ich hoffe, euch gefällt das, weil ich habe jetzt unnormal viele Lippenstifte zum Beispiel hier auf dem Tisch und meine ganzen sortiert. Ich war heute so fleißig und ich will euch ein bisschen verwöhnen diesen Monat, gerade so ein bisschen mit Collection-Videos, zum Beispiel auch ein bisschen zeigen, was ich so für Pinsel benutze und so. Ich hoffe, dass ihr da echt Bock drauf habt und gebt mir dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ihr Süßen, ich zeige euch jetzt Stück für Stück, was ich hier crazy people angesammelt habe die letzten Zeiten. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier praktisch die ganzen Sachen für euch mal hingelegt und zeige euch mal Stück für Stück, was für Produkte ich eigentlich so von Make-up Revolution besitze. Ich habe jetzt zum Beispiel Sachen wie so Pigmente oder so, was ich mal früher, was halt auch mal limited war, habe ich jetzt einfach mal rausgenommen und habe jetzt mal, zeige euch einfach, völlig unabhängig davon, ob das limited Produkte waren oder nicht, meine Sammlung. Und zwar fange ich an mit dieser Kiste hier. In dieser Kiste, die befindet sich neben mir links am Tisch, sind die Produkte drin, die ich jetzt nicht jeden Tag raushole, beziehungsweise die teilweise noch so neu sind, dass ich mir schon echt überlegt habe, das auszusortieren. Wie gesagt, wenn ihr mal Bock auf so ein Declutter-Video habt, wie zum Beispiel Ausmisten oder so, lasst mich das gerne, gerne wissen. Weil, wie gesagt, ich mache das eigentlich regelmäßig, weil wenn neue Sachen kommen, das mache ich auch bei meinem Kleiderschrank mittlerweile, einfach wenn neue Sachen kommen, gebe ich auch andere Sachen weg, weil sonst einfach das massiv zu viel wird und ich einfach auch einfach keinen Platz dafür habe. Und jetzt gehen wir mal Stück für Stück durch. Also hier fangen wir mal an mit wunderschönen Paletten. Und zwar waren das die Renaissance Palettes, und zwar in Night, in Day. Ich glaube, das war die Day-Palette, genau. Und die habe ich damals gekauft. Das war so ein bisschen Sammlerwert, muss ich sagen. Ich habe die auch ein paar Mal schon benutzt, natürlich. Aber die waren jetzt nicht so der Hit, muss ich sagen. Ich habe die auch, das war so Verpackungsopfer. Es sah so richtig wie so eine kleine, kleine Pouch sieht es aus. So eine Täschle. Und da habt ihr super, also die habe ich noch gar nicht angerührt. Die war eigentlich mal für unsere Kroatienreise gedacht. Aber da ich irgendwie nie dazu gekommen bin, großartig. Ich habe in Kroatien gar kein Make-up getragen. Das war unheimlich geil. Habe ich einfach, wie gesagt, das ist die Day-Palette. Die, muss ich sagen, benutze ich relativ gern, weil da sind tolle Transition Shades da, wo die Pigmentierung halt einfach auch mega, mega stimmt. Also da muss ich sagen, richtig, richtig geil. Ich mag auch, wie gesagt, das Hi. Ich bin heute total ungeschminkt, Leute. Und wie gesagt, ich fand das Packaging auch ultimativ geil. Und muss auch sagen, ich habe da recht viel auch, wie gesagt, was es angeht, war so ein Packaging. Das ist eine Palette, das ist praktisch die Renaissance Glow Palette. Und zwar ist das eine richtig geliebte Palette von mir. Und zwar ist es ein sehr, sehr aschiges, bräunlicher Highlighter-Ton. Und praktisch ein ganz, ganz toller Highlighter, der da drin ist. Der ist super blinding. Also den kann man richtig geil aufbauen und tragen. Das Problem ist, wie ihr hier seht, es ist total pudrig. Das ist so etwas, was mich ein bisschen abschreckt. Aber der Bronzer ist wunderschön. Aber weil ich halt immer nicht möchte, dass so Collectors-Items so arg schmutzig werden, lasse ich so ein bisschen die Finger davon. Die Sachen, die da hinten liegen, hier zeige ich euch später, dann, wenn ich dieses hier abgeräumt habe. So, jetzt fahren wir mal von hinten nach vorne. Ich habe einige Ultra Professional Eyeshadow Flawless Paletten. Und zwar sind das diese Paletten, die kriegt ihr bei Make-up Revolution. Teilweise wirklich für einen Apfel und ein Ei, Leute. Mega geile Farben. Also unnormal gut. Also wie ihr seht, also total schön. Sehr, sehr reich an Farbe. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren, weil die Qualität einfach so enorm gut ist. Also ich hole mir jetzt kurz ein paar Baby Wipes, weil ich ja die Swatches auch wieder runterkriegen muss irgendwann.
unnormal coole Paletten, die wirklich sehr wenig Geld kosten. Also so um die 7, 8 Euro. Wartet einfach, bis beim Rossmann sogar noch ein bisschen mehr Sale ist. Ich hätte sogar noch mehr. Das ist die Ultra Flawless Matt. Also das ist eine komplett matte Palette. Die habe ich recht wenig benutzt, muss ich sagen, wie ihr seht. Also da muss ich sagen, da finde ich dieses Farbarrangement ein bisschen schlecht. Weil, also wie ihr seht, das sieht ja alles fast gleich aus. Auf dem Auge sieht das total gleich aus. Also deswegen gammelt die, glaube ich, auch hier drin. Das ist die Ultra Eyeshadow 32 Ultra Professional Eyeshadows in der Kollektion Affirmation. Da habe ich diesen Ton ultimativ gerne genutzt. Aber wie ihr seht, habe ich halt einfach auf meinem Tisch die Qual der Wahl. Deswegen will ich auch unbedingt mal gucken, dass ich wirklich aussortiere und schaue, was mir wirklich noch gut gefällt. Ich habe die damals so gerne gekauft, und zwar in einem 30% Sale bei Rossmann, und habe noch 10% gehabt. Da habe ich für eine, glaube ich, knapp 4, 5 Euro bezahlt. Das ist halt echt nichts. Also das ist halt gar nichts an Geld. Das ist die Angel Like, also Eyes Like Angel. Das ist eine geile Palette, Leute. Also die könnt ihr auch im Rossmann kaufen, das weiß ich. Den Ton hier finde ich zum Beispiel so geil. Seht ihr das? Oh Gott. Einfach geil. Schaut mal. Also da muss ich sagen, da stimmt einfach auch die Qualität. Ich swatche euch mal noch das andere. Das matte Pink zum Beispiel habe ich in vielen, vielen privaten Momenten schon getragen. Ich finde auch das Arrangement, wenn ihr das so anschaut, sehr, sehr, sehr schön. Pigmentierung des Todes, Leute. Make-up Revolution hat letztes Jahr absolut mein Herz gewonnen. Ich empfehle euch persönlich bei Tam Beauty zu bestellen, weil ich der Meinung bin, dass diese Paletten sehr viel schneller dort rauskommen. Ihr habt überhaupt kein Problem mit dem Zoll. Ich verlinke euch, ich kann euch leider nicht jede Palette verlinken, aber ich werde euch mal so Cosmetic for Less und Tam Beauty unten verlinken. Das ist die Flawless 3 Resurrection Palette. Da sind die Goldtöne richtig geil. Ich hoffe, dass ihr das gut erkennen könnt. Ich habe diese Reihe sehr gern gemacht. Das ist so ein bisschen Anastasia Beverly Hills Vibes, strahlt die aus. Die obere Reihe finde ich einfach viel zu similar. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn das so, so krass ähnlich aussieht. Ich weiß jetzt nicht, habe ich die schon gezeigt? Ah, das ist die Flawless Matte Palette. Da liebe ich diese Aprikot-Reihe. Ich habe halt ein bisschen so echtes Problem. Also ich könnte das ganze Shit hier eigentlich rausschmeißen, weil nie im Leben werde ich diese... Ich finde halt, Make-up Revolution sollte halt, wie gesagt, etwas größere Pens nehmen, wie bei Morphe zum Beispiel, und dann einfach die Farben nicht so gleich aussehen lassen. Das ist halt Shit. Die Palette, die war damals so gehypt, und ich habe das im Anschluss dann gar nicht verstanden. Das ist eine British Beauty Blogger Palette. Die haben alle mega krasse Spiegel, Leute. Da schaut ihr mal. Also ich habe diesen Ton super gern, nutze ich den. Der ist krank, Leute. Und wie gesagt, die marmorierten, die nutze ich auch ultimativ. Hallo! Und muss sagen, also die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es ist einfach zu viel. Also ich habe diese Paletten, die ich jetzt praktisch hier im türkisen Ding habe, sind auch die Paletten, die ich nicht jeden Tag habe und die ich dann auch wirklich extra raushole, um die zu benutzen. Das ist eines der Blush-Paletten. Ich habe einige hier oben in meinem Stack, also hier oben in diesem, in meiner Aufbewahrung, in der Blush-Abteilung. Ich zeige euch das mal geschwind. Hier, da gibt's, also ich habe die jetzt mittlerweile nicht übereinander gestapelt, sondern nebeneinander, weil ich festgestellt habe, dass ich bei Tutorials super... Ich brauche die Sachen irgendwie in meiner Nähe, weil ansonsten suche ich ewig. Ich meine, da hinten habe, also ich mache das alles so funktional. Hier die Stifte, Schere, meine ganzen Lippenstifte. Und ich brauche einfach, wie gesagt, meine Sachen sehr in der Nähe, weil ansonsten ich dauernd Unterbrechungen habe und dann dementsprechend auch dementsprechend brutal schneiden muss. Und das mag ich eigentlich nicht. Und deswegen habe ich die Blush-Paletten auch so ein bisschen aussortiert nach Farbrange. Das ist halt... Oh. Oh. Also... Make-up Revolution hat so krasse Highlighter. Ich würde auch sehr, sehr gerne die Liquid Highlighters testen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die schon habt oder so. Das sind so Paletten, die sind auch super billig. Ich glaube 5 oder 6 Euro. Das ist total übel. Das ist auch eine extra Highlighting-Palette.
Das sind so die Paletten, die eigentlich sehr common waren. Den und den habe ich so oft benutzt. So oft. Teilweise benutze ich die auch als Inner Corner Highlight. Nur ich glaube, wenn ich das weitermache, dann bin ich irgendwie mit 100 immer noch nicht fertig damit und muss noch 200 Jahre leben, damit der Inner Corner Highlight mal aufgebraucht ist. Dann habe ich hier noch eine Highlighter-Palette in Rose Light. Die hat mich super enttäuscht. Ist bei mir überhaupt keine Kaufempfehlung. Die sind okay, aber schaut mal, die haben nur so einen Glitzer und also ich mag die persönlich nicht so gern. So, ich schiebe euch noch mal ein bisschen runter, dann seht ihr es besser. Dann habe ich hier noch mal eine Golden Sugar Palette. Super schön, aber ihr seht bestimmt das Problem. Die explodiert, wenn man sie anfasst. Und ich muss sagen, ich weiß nicht. Also, ich bin halt ein absoluter Make-up-Sucker. Ich bin ein Palettenliebhaber, aber Leute, da kriege ich einen zu viel. Also, wenn ich meinen Pinsel reindippe, meinen Highlighter-Pinsel, und die sind ja wirklich. Also, ich habe ja gesagt, ich habe doch mal von einer LE den hier, von Essence, von dieser Hip Girls Wear Blue Jeans. Dann von so einem Set, zum Beispiel von so einem Mermaid-Set, habe ich einen Highlighter-Pinsel. Und was ich total gerne mache gerade, ist einfach so ein Essence-Brush nehmen, so ein Blender-Brush, und halt punktuell einfach auftragen und mit so größeren einfach den Highlighter noch ein bisschen verswirlen, sag ich mal. Was ich auch sehr gerne mache, sind einfach so große Fanbrushes nehmen. Das ist einer von BH Cosmetics. Ich werde mir definitiv auf der Glow noch einen zweiten davon kaufen. Der war aus einer Pro-Reihe, der war ultimativ geil. Wie gesagt, diese Palette, die explodiert fast. Das ist eine Iconic Pro. Und die Iconic Pro-Reihe finde ich richtig geil. Da habe ich halt wieder das Problem, dass diese Farben halt super ähnlich sind. Ich habe eigentlich tatsächlich wegen dem Silber die Palette gekauft. Die hatte, also ihr dürft das nicht falsch verstehen, das praktisch, wenn ich irgendwie euch was zeige, ich ärgere euch damit auf keinen Fall. Das Make-up, was ich euch zum Beispiel verschenke und so, ist natürlich genauso selbst gekauft wie diese Sachen, ja. Wir hoffen ja alle, dass wenn wir mal YouTube machen, dass wir vielleicht mal auf Firmen aufmerksam werden, dass wir das testen können für euch. Aber im Prinzip ist es ja für sie auch, sag ich mal, kostenlose Promotion gegen Artikel, sag ich mal. Und das ist, also Werbung kann sehr, sehr teuer sein und wir machen es praktisch umsonst, wollen halt nur die Artikel haben zum Testen. Aber die da fand ich jetzt von der Farbarrangement ganz cool. Die Farbe ist halt super geil. Also das ist so ein richtig geiles Glitter Navy. Mega, mega schön. Ich bin halt nicht mehr so der Typ, der halt diese kleineren Paletten nimmt. Ich zeige euch später. Also die Paletten, die hier alle sind, das sind die Paletten, die halt bei mir in meinem Stack sind. Und deswegen werdet ihr auch den Unterschied sehen. Das ist eine sehr, sehr schöne Highlight-Blush-Palette. Und zwar ist das die wie heißt sie? Blush Queen. Und zwar, das ist eine Palette, die ich sehr, sehr gerne benutze, wie ihr seht. Und zwar ist das für mich ein Rouge-Topper. Also wenn ihr praktisch matten Rouge habt, und ich trage eigentlich so 98% nur matte Rouge, ist das einfach eine super Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel so ein bisschen Topper macht und es einfach so ein bisschen mehr flawless aussieht. Hier findet ihr jetzt diese typischen Iconic-Paletten, wobei ich sagen muss, das Teil da werde ich jetzt mal behalten für Applikationen von Sachen. Das ist zum Beispiel eine Iconic-Palette, die absolut ähnlich sieht. Das ist die Redemption-Palette Iconic 3. Wie ihr seht, völlig unangerührt. Also, die habe ich nicht angerührt, Leute. Die werde ich in die Verlosungsbox packen. Ich habe jetzt nur den Dings, weil ich habe die einfach überhaupt nicht benutzt. Und ich muss auch sagen, mich stören diese Anordnungen von Lidschatten. Also mich kotzt das an, mich kotzt das auch bei dieser Naked Heat zum Beispiel an. Die kostet Schweinegeld und oh, guck mal, also voll die, da komme ich mit meinen dicken Pinseln nicht rein. Und die da wird direkt aussortiert, weil wie gesagt, ich stecke die euch in die Verlosungsboxen. Wie gesagt, ich habe ja momentan noch die Verlosung laufen. Beziehungsweise habe ich sie noch laufen, weiß ich gar nicht, kommt drauf an, wann das Video fertig ist. Und die 500 Abonnenten, da könnt ihr euch sowas von freuen auf Verlosung. Krass, ey. Das ist eine Palette, die ich sehr, sehr geil finde. Das ist die Mermaids vs. Unicorns. Das war, ach, ich nehme jetzt mal die Applikatoren alle raus, weil das nervt mich. Ist eine super geile Palette, die ich für meine Tutorials mit der Dana zum Beispiel sehr gerne benutzt habe. Und die da würde ich definitiv niemals weggeben, weil die Farben sind super geil pigmentiert und super, super schön.
Ich habe jetzt noch die, nein, Moment, das ist jetzt die Golden Sugar. Jetzt geht's hier weiter. Das ist die Iconic Pro 1. Das ist eine ganz, ganz tolle Palette, die ich jetzt, wie ihr seht, ein bisschen mehr benutzt habe. Die sieht der anderen genau ähnlich. Ich glaube, ich habe die sogar zweimal. Dann habt ihr Glück, dann kann ich die vielleicht gleich mit aussortieren. Ah, nein, das ist die von vorher. Das ist alles angeklappt. Ist das ein Scheiß? Die Palette wird auch aussortiert. Die werde ich euch auch zukommen lassen bei Verlosungen. Und zwar, ich muss einfach radikal hier rausschmeißen, weil mir geht das echt auf den Keks. Ich komme schon selber vor wie so ein Make-up-Hoarder, ja. Aber das hat nichts damit zu tun, sondern ich gehe immer so den Trends nach. Also, das ist eine Palette, Leute, die ich sogar noch zu. Also, die werde ich direkt so, wie sie ist, verlosen. Und zwar werde ich die verlosen bei irgendeiner, ich werde mal irgendein Video, werde ich das auf jeden Fall mal anhängen. Das ist eine komplette matte Palette, mit der ich gar nichts anfangen kann. Das ist einfach zu hell, ich mag das nicht. Das ist auch geil. Die Palette ist ebenfalls geschlossen. Und zwar ist das die Iconic Dreams, aber die behalte ich, weil ich finde die sehr, sehr schön und ich weiß, dass diese Paletten ultra gut pigmentiert sind, deswegen will ich auch ein bisschen Optionen lassen, gerade für die Looks für zum Beispiel Halloween nehme ich einfach die günstigeren Paletten, weil die anderen Paletten sind mir ein bisschen zu schade, muss ich sagen, aber die bleibt, ich kann ein bisschen aussortieren, das ist echt eine gute Idee, das ist eine Palette, die Palette Iconic 2. Super, super schöne Palette. Also die habe ich zu meinen Anfangszeiten, wo ich praktisch Make-up Revolution getestet habe, sehr gerne benutzt. Das sieht gar nicht so immer so krass aus, aber ich habe die echt gerne benutzt. Das Problem ist halt, ich komme da halt nicht immer ganz zu. Jetzt kommt eine Palette, die zwar nicht angerührt ist, die aber noch definitiv angerührt wird. Die ist sogar noch zu. Ich habe geschlossene Sachen. Das ist die Unicorns Are Real Palette. Und zwar habe ich die speziell für das Rot und die ganzen Purpurtöne, Violettöne gekauft. Die ist wunderschön. Und ich weiß halt immer, wenn ich Make-up Revolution kaufe, dass die Qualität einfach stimmt. Hier habe ich die Iconic Pro 1 Palette. Also das ist nicht die Iconic Pro, sondern Iconic Pro 1. Die ist auch von Denne 2 Farben sehr gut genutzt. Die werde ich definitiv behalten, weil, wie gesagt, ich mir sicher sein kann, dass die Pigmentierungen bei diesen Paletten einfach stimmt. Also es ist egal, welche Palette ihr von Make-up Revolution anpackt. Die sind eigentlich zu 99% richtig, richtig, richtig geil. Das ist eine sehr, sehr geile Palette. Und zwar ist das die Acid Bright. Das ist so eines der wenigen Paletten, wo ich sagen muss, da stimmt die Pigmentierung einfach auch. Also schaut mal, da ist halt auch ein Gelb und ein Orange. Ja, also schaut mal. Die sind natürlich wahnsinnig pudrig, weil das hat, glaube ich, auch was mit der Konsistenz einfach zu tun, der Farbzusammensetzung. Aber die ist unnormal schön. Ich komme damit so gut zurecht und wie gesagt, wenn ich irgendwas raussortieren kann, dann tue ich das. Und zwar bei der nächsten ist das auch der Fall. Das ist jetzt hier die Romantic Smoked Palette. Die habe ich einfach nie benutzt und da merke ich, also das hat auch nicht so krass mit irgendwie verschwenderischem Konsumverhalten zu tun. Einfach, ich habe die damals gekauft, weil es einfach für mich nicht erschwinglich war. Also ich habe damals halt noch in einem Pflegeheim ganz normal gearbeitet, da habe ich auch anders verdient wie jetzt als Dauernachtwache und ich war einfach froh, dass ich mir 5 Euro eine Palette kaufen konnte, das sage ich euch ganz ernsthaft. Und ich weiß, dass von euch da draußen sich bestimmt jemand freut, wenn ich diese Palette ihnen zukommen lasse, die kommt auch weg. Also jetzt haben wir schon 3. Eine super geile, also eines der besten Reihen, die ich hatte, war eines dieser. Und zwar ist das so eine richtig geile Face-Palette. Ihr seht ja, ich habe diese Highlighter. Ey, so krass. So krass, Leute. Hammer. Richtig krasse Highlighter. Diese Palette hat ein ganz tolles und interessantes Arrangement. Ihr habt praktisch Highlight-Puder. Und die bleibt definitiv, weil, schaut mal, ihr habt so tolle, hellere Töne zum Setten. Und es ist manchmal ein bisschen blöd, Setting-Puder zu finden. Und vor allem die Highlighter sind toll.
Und jetzt kommt der absolute Hammer. Also die riecht nach Kat Von D des Todes. Die Palette, seht ihr dieses ein, den einen Pen, kann man das erkennen? Ich hoffe, dass man das sehen kann. Da ist eine richtig fette, coole. Also der ist schon fast Hitte-Pen. Seht ihr das? Ich habe hier, das war eines der Paletten, die ich so krass benutzt habe, Leute. Das ist schon meine zweite, ja. Und die werde ich jetzt mal in den Alltag wieder reinholen, weil die ist einfach geil. Wenn ihr Kat Von D Paletten mögt, richtig cool. Ich bin auch mal gespannt. Ist auch so ein bisschen auf meiner Wunschliste für dieses Jahr, mir mal eine coole Palette von der zu kaufen. Und momentan hat sie halt, ehrlich gesagt, diese Palette gibt es auch für 50 Euro von der Kat Von D. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, das sehe ich nicht ganz ein, weil die Farben dafür mir zu unspektakulär sind. So, das wäre jetzt mal das Türkise gewesen. Jetzt mache ich das mal weg und nehme euch die anderen Sachen näher. So, ihr Lieben, jetzt habe ich mal das größere Stück schon weg. Jetzt kommen eigentlich auch meine Favorite-Paletten von der Marke Makeup Revolution. Das sind alles Paletten, die im Jahr 2017 rausgekommen sind. Es sind riesige Paletten dabei, es sind aber auch kleine Paletten dabei. Und ich muss die euch jetzt zeigen, weil, wie gesagt, das wirkliche Highlights-Paletten war. Ich hatte euch in einem Haul, ich schaue, dass ich das Video finde, die Makeup Revolution Live on the Dance Floor Paletten gezeigt. Hey, Leute, nicht nur, dass die wunderschön sind, die kamen so im November letzten Jahres raus. Das sind so richtig geile Paletten. Die gibt es auch noch, die könnt ihr ohne Probleme noch erhalten. Die haben die nicht rausgenommen. Diese Palette des Todes geil. Und da haben die auch dieses Jahr das erste Mal die Pens so groß gemacht, dass man wirklich sagen muss, Hammer. Also, ich habe schon geile Looks damit geschminkt. Und ey, könnt ihr mir bitte erzählen, wie das sein kann, dass diese Paletten gerade mal ein paar Euro kosten? Also es ist echt enorm, enorm. Ich zeige euch mal die Swatches auf meinem Handrücken. Einfach wunderschön. Ich habe jetzt, wie gesagt, alle Paletten davon. Ich will keine einzige mehr davon missen. Ich werde definitiv nie wieder günstige Marken verschmähen oder sonst was, weil Makeup Revolution ein ganz krasses einfach Beispiel dafür ist, dass Make-up einfach mega Spaß macht und auch nicht teuer sein muss. Ich habe mittlerweile eher eine Abneigung gegen sehr teure Paletten. Es muss schon eine Baboom-Baboom-Palette sein, dass ich irgendwie meine, die kaufen zu müssen. Ich habe, wie gesagt, ja nur die Too Faced und die Naked Heat. Alles andere liegt unter 30 und 20 Euro. Bei mir macht es halt eher so, dass weil Makeup Revolution so günstig ist, da gucke ich dann gar nicht nach dem Geld, sondern sag einfach, ha, ich nehme die einfach. Und das ist die Schwarz und das ist die Sparklers Palette. Das ist für Colorful Looks, ey, absolut geil. Absolut geil. Ich räume es noch gleich ein. Dann ist das ist so meine Lieblingspalette. Das ist eine Rose Gold und zwar ist das die Guestless Palette. Es ist absolut geil. Es ist ein absolut warmer Traum. Ich gucke, dass ich euch das Video zeige, wo ich euch die Swatches zeige, weil oh, meine Hände tun schon weh vor lauter Abputzen. Ich habe jetzt praktisch die ganzen Namen da hochgemacht für Makeup Revolution Videos oder so. Aber die, also den Ton zum Beispiel, der ist so unique und so einzigartig. Und was halt ganz toll ist, ist, dass bei Makeup Revolution die Paletten überhaupt nicht, ich lasse jetzt meine Hände dreckig, überhaupt nicht günstig von der Aufmachung sind. Das ist auch kein foliemäßig, das ist richtig foliert, aber überhaupt nicht so wie Schmirgelpapier oder so richtig geile Aufmachung. Dann haben wir hier auf der anderen Seite die goldene Palette, das ist die VIP-Palette. Das ist so eine, das ist eher so wieder das Problem, dass ich diese ganzen pastelligen Töne furchtbar finde. Also diese Seite gefällt mir super, aber das ist mir alles zu neutral. Und obwohl die super schön sind, schaut mal, also ich denke mal so, wenn ich meine Hochzeit feiere, dieses Jahr irgendwann im Winter, werde ich definitiv mir alle nochmal durchgucken, um praktisch das beste Make-up sozusagen rauszusuchen, was ich für meine Hochzeitslook mache. Ich will auch unbedingt
euch diesen Look, den ich damals dann getragen habe, euch nachschminken, weil ich will auch gucken, dass ich ein paar Bridal-Tutorials mache, weil ich glaube, Hochzeits-Make-up ist etwas sehr Schwieriges, wo manche sich echt schwer tun. Und ich denke, man kann das mit wenig Aufwand auch alleine. Das ist jetzt praktisch die letzte, das ist die Afterparty. Und die finde ich so schön. Also die finde ich sehr, sehr schön. Das ist auch so eine sehr, sehr gute Dupe-Palette zur Earth-Palette. Ich zeige euch die gerne mal so nebeneinander. Also die Earth-Palette ist natürlich nicht eins zu eins die gleiche. Ja, das geile Grün zum Beispiel da oben. Aber ansonsten könntet ihr so viel, das Türkis da oben, aber ihr könntet so tolle Looks in der Ähnlichkeit halt nachschminken. Ich habe damals für die NYX-Paletten, Alter, etwas über 25 Euro bezahlt. Das muss überhaupt nicht sein. Ich würde sie allerdings auch nicht mehr missen wollen. Also ich liebe diese Paletten, die haben den Preis schon irgendwo verdient. Aber zum Beispiel dieser Ton hier oben, der ist auch so schön. Und ich fand die Farbauswahl auch so einzigartig bei Makeup Revolution, dass die auch mit musste. Und ich neige auch dazu, wenn ich zum Beispiel eine Sammlerwaren bekomme, dann habe ich sie halt. Zwei Paletten, die ich noch habe, die definitiv in meiner Sammlung bleiben und da oben liegen bleiben, sind die Flawless, ist die Flawless 4 Palette. Super geil. Also auch so Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Vibe. Geiler Ton, geile Töne, geiles Berry. Einfach nur Hammer. Da habe ich halt, wie gesagt, nur das Problem, dass einfach diese Pens mir einfach nicht passen, so vom Stil her irgendwie. Das ist eine Palette, ich kann es einfach nicht anders sagen, die ist unfassbar schön. Und wie gesagt, freut euch auf die 500 Abonnentenverlosung. Da wird es auch 5 Gewinner geben. Und das kann ich euch schon sneak peeken, ist eines der Gewinne. Aber natürlich in neuer Form, weil ich habe noch nie und so selten eine Palette gesehen, die ich des Todes jemanden, einem Anfänger in die Hand drücken könnte. Ihr könntet so tolle Looks damit schminken. Das ist von der Kollaboration mit Soph X, und zwar ist es die YouTuberin Soph Does Nails. Ist eine wunderschöne, ganz, ganz zauberhafte Maus aus Großbritannien, die einfach so goldig ist. Die macht den Makeup Revolution Kanal und so. Und da kann ich jetzt auch gleich zu den Highlighter-Paletten gehen, weil die hat auch eine Highlighter-Palette rausgebracht. Und zwar ist das die Highlighter-Palette von Soph. Also das kommt so in Kombination. Ihr könnt es halt zusammen kaufen oder getrennt. Das ist krank. Ich swatche ein paar Stücke mal durch. Leute, hello. Hello. Also diese Highlighter-Paletten, die sind krank. Also absolut geil. Absoluter Hammer. Und wie gesagt, auch so günstig wieder, ganz furchtbar. Also die Paletten, die ich euch zeige, ja, die ganz großen da, diese glitzernden, kosten zwischen 10 und 14 Euro, mehr nicht. Also wenn ihr irgendwie eine Freundin habt, ja, die zum Beispiel einfach für Make-up nicht so viel Geld übrig habt, dann schenkt ihr doch einfach sowas. Ich glaube, da würde sie sich absolut drüber freuen. Und damit ich denn da endlich reinkomme, ist die Pro Glow 2. Und zwar ist es sogar eine Palette, die ihr, glaube ich, beim Rossmann kriegen könnt. Wunderschön. Also diese drei Töne nehme ich als Blushtopper und alles andere. Ihr werdet lachen. Ich benutze sie als Lidschatten. Ich benutze sie als Glittertopper, als alles Mögliche. Highlighter, das sind halt sehr glitzerige Highlighter, die aber einen krassen Pen bieten. Wenn ihr zum Beispiel einfach das aufs Lid auftragt. Und ich muss sagen, Make-up hat keine Größe und Make-up hat keine Regeln. Deswegen habe ich auch so viel, weil mich kann ja keiner anscheißen deswegen. Und deswegen habe ich, denke ich, auch eine super Auswahl mittlerweile an Sachen gefunden, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ja. Ich mache mal weiter und zwar mit relativ neuen Paletten. Und zwar ist es die Pro HD Palette in der 8 Highlighter, Brighter Than My Future. Also, ich habe eine absolute Obsession für Highlighter. Und ich muss euch sagen, das ist einfach geil. Also, ihr habt einen Shimmer Brick. Ihr habt so einen aufgebauten, der... Oh, hallo? Also, das ist einfach geil, was die an Qualität. Die Palette ist ein bisschen teurer. Die kostet so um die 22 Euro, glaube ich. Ich habe die damals aber etwas günstiger bekommen. Ich glaube, einen Rabattcode oder so. 17, 18 Euro habe ich bezahlt. Das ist so ein Ombre-Highlighter. Der ist auch wunderschön. Ein ganz, ganz toller goldener Highlighter. Der halt wirklich Gold ist. Wo ich denke, das ist so für
sehr dunklere Frauen, die, oh, das ist also krasse Kacke, oder? Und ich finde einfach, wenn ihr zum Beispiel jetzt keinen Bock auf so einzelne Highlighter habt. Ich habe ja zum Beispiel einen einzigen Becker Highlighter, den Opal. Ich muss auch sagen, ich liebe ihn des Todes, ja. Aber es ist einfach sehr viel Geld. Und wenn ihr die euch kauft, 20 Euro seid ihr gut dabei. Dann habe ich noch eine wunderschöne Pro HD Amplified Palette. Die haben mittlerweile noch mehr rausgebracht. Aber das wird so, glaube ich, die einzelste bleiben. Da sind die Pens richtig groß. Also ich kann euch mal ungefähr zeigen, wie das so aussieht, wenn ich da mit dem Pinsel reingehe. Also wirklich, wirklich tolle Pens. Und ich habe natürlich wieder absolut die roten Töne, das Aprikot, das habe ich sehr gerne benutzt, das hier und auch das Schwarz und das Weiß. Man möge gar nicht glauben, dass sogar Weiß schwierig ist, aber eine wunderschöne Palette kostete auch, ich glaube, 14 Euro oder so, aber lohnt sich, definitiv, definitiv lohnt sich die. Ich habe jetzt noch, oh, Endsport, Endsport, ich sehe Land. Wir sind noch ein paar Blush-Paletten, das ist die Ultra Cream Blush-Palette, benutze ich extrem häufig, was mich eigentlich immer wieder mal gewundert hat, dass ich auf Cremeprodukte so abfahre, aber die gefallen mir. Das ist die Palette, die finde ich sehr, sehr schön. Das ist die Hot Spice. Also jeder, der von euch so in meinem Hautton ist und sogar ein bisschen heller und auf aprikosefarbene Highlightertöne, beziehungsweise, das ist halt geil, ihr habt 6 Blushe. Einen so einen Ton, ja, den würde ich jetzt nicht als Blusher unbedingt benutzen, also also seht ihr mal, das ist so richtig Aprikose, wenn man es richtig sehen kann. Ich finde halt auch da sind die Pennengrößen ein bisschen schwierig, weil ich habe halt ultimativ riesige Rougepinsel. Das ist halt so ein aprikosefarbener Traum, den ich aber auf meinem Tisch habe, weil ich immer gerne mal abwechsle, weil auch mir bei Rouge zum Beispiel extrem langweilig werden kann. Momentan benutze ich ja eigentlich nur einen einzigen Rouge. Und zwar, den habe ich ja in einem Angebot gekauft, einen Kiko Rouge, und zwar in der Farbe Dreaming Coral. Und zwar ist das dieser hier. Also Leute, der ist einfach wunderschön. Der hat so ein ganz leichtes Rosé mit so Goldreflex drin, richtig geil. Dann haben wir die All About Bronze Palette. Die benutze ich zum Konturieren mit dem Baking Puder. Die ist auch eins der Konturprodukte, wenn ich jetzt nicht zu stark konturieren will, benutze ich einfach die. Das ist eigentlich eine Bronze Palette, aber in meinem Hautton ist es kein Bronzer. Das ist eher so ein ganz zartes, sowas wie der Hoola Light oder sowas, ja. Dann habe ich noch die Ultra Contour Palette. Und Leute, die ist so geil. Die ist bald auf dem Boden. Die sind, also das ist ein sehr schöner, aschiger Ton. Mega Highlighter, geiler. Also das ist so ein sehr, sehr schöner Schimmer. Den da zum Beispiel benutze ich sehr gerne, um praktisch so meine unteren Augenpartien etwas aufzuhellen und ein bisschen so zu brighten. Geiles Bananenpuder. Also Bananenpuder ist auch richtig, richtig gut. Die Palette ist auch wirklich jeden Tag in Benutzung. Also die benutze ich so zum Konturieren. Dann habe ich einmal noch die Sugar and Spice Palette. Meine Lieblingspalette überhaupt, was Rouge angeht. Die Highlighter sind halt sehr mädchenhaft. Also sind für mich ein Blush-Topper und praktisch so ein lavendelfarbener Highlighter. Trage ich auch manchmal, aber da muss der ganze Look stimmen, ja. Aber super, super schöne Palette. Leute, ich hoffe, ihr habt was zu essen dabei. ich zeige euch mal die Paletten, die ich jetzt, also die beiden Paletten kennt ihr ja. Das ist eine Pro HD Palette und zwar ist es eine eine Concealer Palette. Diese Palette habe ich mir speziell dafür angeschafft, meine Cut Crease Töne daraus zu nehmen. Weil ich halt einfach nicht so der Fan davon bin, teure Töne dafür zu benutzen. Die seht ihr auch hier, die sind super cremig. Ich sette die dann noch mit einem Translucent Powder und dann habt ihr eigentlich einen super Cut Crease. Das ist die Chocolate Rose Gold Palette. Muss ich irgendwas dazu sagen? I don't think so. Absoluter Dupe zur also das ist so ein Ton, Leute. Ich weiß nicht, was ich zu dieser Palette je Schlechtes sagen könnte. Ich habe die Alida damit auch schon angefixt. Die hat jetzt demnächst, glaube ich, eine Riesenlieferung. Ich bin immer schuld. also Cosmetic for Less hat die und Tam Beauty hat die auch. Sehr, sehr geile Palette.
Die hat jetzt, ich hoffe, dass jetzt auch noch ein paar andere noch rauskommen. Ich fange schon an zu stottern. Die haben, ich hoffe ja immer noch, dass die so ein bisschen, noch so ein bisschen mehr Goldtöne rausbringen, weil die einfach so gut von der Qualität her sind. Dann ist es die Mint Chocolate Palette, das ist auch eine, die gibt so jetzt 3-4 Monate. Wow, also schaut mal, wie krass die benutzt ist von mir. Das ist ein geiler Ton. Also das ist so ein Ton, den ich sowas von geil finde. Das ist so ein, Alina hat mir gesagt, das ist so ein Dupe zu einem MAC Pigment, ja, was sie hat. Und was wir auch mal bei einem Haul im P2 Regal gefunden haben. Wunderschöne Palette. Also die Mint Chocolate ist für Anfänger und für Pros geeignet, absolut. Ich lasse jetzt einfach die Swatches für sich selber sprechen. Wow, oder? Das ist eine Palette, die ich immer in der Arbeit trage. Die wollte ich jetzt hier einfach mal zeigen. Das ist die Iconic Blush Bronze and Brighten und zwar in Golden Hot. Ich weiß aber nicht, ihr Süßen, ob es die noch gibt. Ich habe die ein paar Mal in Mystery-Taschen gehabt. Und das ist alles, was ich brauche. Einen Schimmerbronzer, ein geiles Rouge und einen Highlighter. Ich habe noch mal eins davon. Ich werde die definitiv aufbrauchen und danach werde ich heulen gehen, weil ich einfach den nicht mehr haben werde. Hier habe ich dann noch mal ein total süßes Palettchen. Und zwar ist es die Peach and Glow. Das ist auch ein super geiler Dupe zu einer Too Faced Palette. Und schaut mal, das ist praktisch eine Palette. Ich swatche mal. Schaut mal, die zwei. Ich gehe auch mal ein bisschen größer ins Pfännchen, damit ihr mal seht, von was ich hier spreche. Also das ist ein wunderschöner Highlighter in einem Peach-Ton. Ich benutze den jeden Tag als Blusher auf mein ganzes Auge. Ich krieg von diesen Tönen nicht genug. Leute, ich habe schon die Swatch-Hände des Todes. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch solche Videos auf jeden Fall auch Spaß machen. Wie gesagt, ich habe einfach so viele Paletten, Leute. Und ich gehe super gerne mit euch durch, wenn ihr irgendwelche Interessen habt. Auch vielleicht mal die Zoeva-Paletten zu sehen. Vielleicht nochmal nur die Juvia's Place. Ich weiß nicht, was ihr noch Bock habt. Ich werbe demnächst ein paar Lieferungen von Colourpop. Was ich, wie gesagt, auch mal gerne machen möchte, ist, ich zeige euch meine Colourpop-Sammlung, weil mittlerweile das schon exzessiv ausgeartet ist. Und ich hoffe, ihr gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Es kostet immer ein bisschen mehr Zeit, solche Videos zu machen, aber ich mache das sehr gerne. Ihr habt euch das gewünscht, dass ich praktisch Make-up Revolution meine Produkte mal zeige, meine Favorites. Und ihr Süßen, wir sehen uns dann bald wieder. Ich gehe meine Hände jetzt waschen. Ansonsten kann ich mit diesem absolut krassen Glow, also da kann man mir doch nicht erzählen, dass das aussieht wie, wie wenn das jetzt nicht so Richtung High-End geht. Das sind auch nicht, also ihr wisst ja, ich mag ja diese Mavicon-Palette nicht. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich finde die so furchtbar. Und das sind halt so Paletten, wo ich sagen muss, da seht ihr halt, dass das ein Schimmer ist und kein Glitzer. Ich finde auch ein Highlighter, der glitzert absolut, hat hier nichts zu suchen, weil einfach, ihr habt so eine Variety an Sachen, Leute. Ich meine, schaut mal, da oben, das sind nur meine Alltagslippenstifte und da drüben geht es ja noch weiter, da ist mein Ringlicht. Ich zeige euch so gerne, was ich benutze und ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Sagt mir einfach mal in den Kommentaren, was ihr möchtet. Abonniert gerne meinen Kanal, das würde mir so, so helfen. Leute, wir müssen 1000 dieses Jahr schaffen. Ich bin da so, so positiv, dass das klappen wird. Und ich habe euch wahnsinnig lieb, ihr Süßen und bis bald!